Bundesligist Eintracht Frankfurt bietet seinen Fans vom Geisterspiel in der Europa League bei Olympique Marseille ein Public Viewing im eigenen Stadion an. Wie die Hessen am Montag mitteilten, werde die Partie am Donnerstag, 18:55 Uhr im Live-Ticker auf einer 100 Quadratmeter großen LED-Wand in der Commerzbank Arena übertragen. Das Europapokal-Comeback der Eintracht nach 4,5 Jahren findet in Marseille vor leeren Rängen statt. Wegen schweren Fehlverhaltens ihrer Anhänger hatte die Europäische Fußballunion UEFA die Franzosen mit einem Zuschauerausschluss für das erste Europa League-Heimspiel bestraft. Olympique Marseille erhielt Strafe von 2 Jahren auf Bewährung. Ursprünglich hatte die UEFA den französischen Club nach Fan-Ausschreitungen gegen RB Leipzig, RB Salzburg sowie im Europa League-Finale gegen Atletico Madrid für sogar die komplette Saison ausgeschlossen. Die Strafe gegen Olympique Marseille wurde im Nachgang jedoch für 2 Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Mehr zu Eintracht Frankfurt.